Es wird hier auf dem Land nicht alles so aufgeregt wahrgenommen. Also man ist hier ein bisschen auch mit einer ländlichen Gelassenheit unterwegs, auch im christlichen Glauben, im christlichen Umfeld. Man überlegt und lässt manches auch manchmal laufen, ohne dass es einen jetzt wirklich berührt. Also wir nehmen nicht jede Nachricht auf und zerreden sie. Letztendlich braucht man die Offenheit für die Menschen hier auf dem Land, die natürlich auch andere Sorgen haben oder andere Lebenserfahrungen, Umfelder als in der Stadt. Und darauf muss man sich halt einlassen können. Sicherlich gegenüber der Stadt ist natürlich hier die Konzentration der Gläubigen wesentlich geringer. Wenn man im Straßenzug vielleicht noch ein, zwei hat, kann es hier sein, dass im ganzen Dorf nur ein Katholik wohnt. Und die dann auch immer wieder zu sammeln, zu motivieren, zusammenzukommen, das bleibt halt mit einer der Herausforderungen. Also dass Glaube auch als Gemeinschaft erfahrbar wird. Die Vorteile würde ich sehen darin, dass wenn man die Gemeinschaft hat, dass sie wirklich auch viel stärker verbunden ist, weil man eben nicht in so einer großen Masse untergeht, sondern sich auch recht gut noch kennt. Geschichtlich gesehen ist hier die Herausforderung oder die Schwierigkeit eben wie überall in Ostdeutschland natürlich eben die 40 Jahre DDR. Sie ist jetzt schon 30 Jahre vorbei, aber es ist halt in den Leuten auch noch verwurzelt. Also das ist eben eine Prägung, die man immer schwer ablegen kann. Eben dieses auch in besonderer Weise Kirche nach innen gewandt. Also wir sorgen für uns selber. Wir gucken, dass das bei uns alles klappt, aber vergessen oftmals den Blick dann auch über den Gartenzaun hinaus.